Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und ich bringe euch heute ein weiteres spannendes Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin Wi-Fi Battle. Es ist ja schon eine relativ lange Zeit her, seitdem ich im OU-Tier gespielt habe und sehr, sehr viele Leute haben in den Kommentaren angefragt, wann es denn wieder so weit ist, dass wir mal ein bisschen Tacheles reden und einige Overuse-Pokémon auspacken. Und ja, heute ist es soweit. Ich habe heute ein relativ frisches OU-Team an den Start gebracht. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht wirklich fit, was OU angeht. Vor allem momentan hat man da einfach so viele Optionen und ich habe einfach probiert, das Beste draus zu machen. Und auf dem Papier wirkt es eigentlich ziemlich gut. Ich habe es aber noch nicht getestet, deswegen schauen wir mal, was wir mit dem Team so alles reißen werden. Ich habe es hauptsächlich um Kyurem Black gebaut, denn ich habe das bei einem anderen Poketuber gesehen, wie cool es eigentlich im Wi-Fi-Modus aussieht. Und ja, da muss ich es auch mal selber ausprobieren. Ich spiele es hier in einer Wall-Breaking-Variante mit dem Lehmob, leider ohne Kraftreservefeuer. Da hatte ich leider keinen Zugriff drauf, aber das macht ja nichts, denn für Stahl-Pokémon, die ansonsten dieses Set komplett wallen, habe ich ja Glurak Y mitgebracht. Wird ein sehr, sehr wichtiges Pokémon in diesem Team sein. Leider haben sowohl Kyurem als auch das Glurak eine relativ hohe Tarnsteinschwelle, die mich sehr nerven würde. Deswegen habe ich hier Starmie als Spinner mitgenommen. Ich liebe das Ding einfach. Es ist ultra schnell, drückt unglaublich guten Schaden mit der Fähigkeit Analyse und dazu noch einen Lehmob. Das heißt, wird auch damage-technisch nicht ganz so schlecht dastehen. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Teil dieses Teams. Tarnsteine dürfen eigentlich nicht draußen bleiben. Es würde mich einfach zu sehr zurückwerfen jedes Mal, denn Kyurem und mein Glurak brauche ich so fit wie möglich. Aber Tarnstein auf dem gegnerischen Feld finde ich sehr, sehr gut. Und der beste Tarnsteinleger im Tier neben Hypoteros ist meiner Meinung nach Demeteros, denn das Ding ist einfach vielseitig ohne Ende. Und gerade in dieser Teamkomposition kann ich sehr von der Kehrtwende profitieren, denn so kann ich relativ safe meine schönen Wallbreaker und anderen offensiven Mons reinbringen und erstmal ein bisschen Druck aufbauen. Die letzten beiden Pokémon sind Serpirodial und Scherox. Scherox mit dem Walbahn und Serpirodial ganz normal als Late Game Sweeper mit der Umkehrung als Fähigkeit, denn wenn der Rest des Teams die generische Defensive erstmal so ein bisschen angebrochen hat, kann ich mit beiden Pokémon ziemlich easy durchsweepen. Und ja, da müssen wir gucken, ob wir die Gelegenheit dafür bekommen. Der Gegner allerdings hat ebenfalls ein sehr, sehr starkes Team heute mitgebracht, bestehend aus einem Pixie, einem Lamos, einen eigenen Scherox, Raikou, Boreos und Knackrak. Auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Team. Und was mir bei der Team-Preview schon aufgefallen ist, dass ich eigentlich keine richtig gute Antwort auf ein gegnerisches Raikou habe. Ich habe zwar als Bodentypus mein Demeteros, aber wenn das Ding eine Kraftreserve Eis mit hat, werde ich es auf keinen Fall tanken können. Es wird super schnell unterwegs sein, mein komplettes Team outspeeden können. Außer vielleicht mein Starmie für den Fall, dass wir das Speed-Teil gewinnen. Aber auch das wird relativ riskant sein. Außerdem hat er eine relativ effektive Volt-Turn-Kombo. Also er kann mit dem Boreos, mit dem Raikou und mit dem Scherox sich immer wieder die Switch-Advantage ranschaffen und dabei immer ziemlich effektiven Chip-Damage anrichten. Das heißt, da wird es auf jeden Fall schwer sein, groß dagegen halten zu können. Außerdem hat er noch zwei Belebekraft-Pokémon mit. Das heißt, auch da wird es schwer sein, große Dellen in die generische Verteidigung zu schlagen. Das Gute allerdings ist, dass ich beim Gegner keine richtig gute Antwort auf unser Glurak Y sehe. Wir spielen hier ein mäßiges Wesen und in der Sonne wird unser Feuersturm einfach immer richtig guten Schaden anrichten können. Außer das generische Lamos ist komplett in die spezielle Defensive investiert, aber ich glaube, eine Kombination aus Feuersturm und Solarschall sollte auch hier reichen, um das Ding rauszunehmen. Also Glurak Y auf jeden Fall eins der wichtigeren Pokémon auf meiner Seite. Auf der gegnerischen Seite ist es auf jeden Fall das Raikou. Das heißt, das wird so ein bisschen das Kopf-an-Kopf-Rennen. Glurak nimmt immer etwas in den Tod mit und Raikou wird höchstwahrscheinlich immer was in den Tod rausnehmen. Und da müssen wir mal gucken, dass wir die Oberhand behalten werden. Aber ich laber hier schon viel zu lange rum, denn ihr seid hier, um ein spannendes Pokémon Oras Wi-Fi Battle zu sehen. Und genau das solltet ihr bekommen. Deswegen viel Spaß beim Kampf. So, das Match geht los und da wir an dieser Stelle erstmal das gegnerische Knackrak predikten, da er die Tarnsteine erstmal rauslegen wollen wird, leaden wir an dieser Stelle erstmal mit unseren Starmie. Damit werden wir ein ziemlich gutes Matchup haben. Wir können nicht One-Hit-Killed werden, auch wenn der Gegner irgendwie auf den Wutanfall gehen sollte. Deswegen sind wir da ziemlich safe und der Eisschrei wäre hier auf jeden Fall ziemlich obvious gewesen und ich glaube auch, dass er einen Fokusgurt tragen könnte. Deswegen bin ich lieber auf die Hydro-Pumpe gegangen. Hydro-Pumpe trifft alles im gegnerischen Team ziemlich gut und wie gesagt, wenn der Gegner den Fokusgurt trägt, muss ich da sowieso erstmal ein bisschen Schaden vorher drauf bekommen. Aber er wechselt raus und durch die Analyse kriegen wir auch ziemlich guten Schaden auf diesen Lamos drauf, obwohl es resistiert wird. Und hier spielt der Gegner ziemlich gut. Wollte erstmal scouten, ob wir den Donnerblitz mit dem Set haben, den ich tatsächlich mit habe, einfach nur um das Matchup gegen gewisse andere Pokémon ein bisschen besser zu gestalten. Und ja, der Gegner wechselt raus, holt sein Raikou rein, welches den Donnerblitz einigermaßen gut abfängt. Wird zwar ebenfalls durch die Analyse ziemlich gut geboostet, aber es wird resistiert. Raikou hat auch eine ziemlich gute spezielle Defensive. Insofern
erinnern. Ja, da muss ich auf jeden Fall raus. Ich will nicht riskieren, dass wir den Speed-Teil verlieren, denn das Starmie kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen. Und ich habe Kyurem mit, welches ein sehr, sehr guter Switch in das gegnerische Raikou ist. Und er geht auf die Kraftreserve, hat wahrscheinlich erwartet, dass wir unser Demeteos reinwechseln. Wollte ich hier aber nicht riskieren, denn die Kraftreserve Eis ist ja sehr, sehr common auf Raikou-Sets. Und ich habe den Damage so ein bisschen nachgekackt und habe gesehen, dass das Raikou auf jeden Fall ein Wahlglas als Item trägt. Das heißt, es ist ausgeschlossen, dass er hier auf den Voltwechsel geht, um sich die Switch automatisch zu beschaffen. Deswegen mache ich direkt einen Double-Switch, denn der Wechsel in Shapes ist relativ obvious gewesen. Das ist die perfekte Gelegenheit, mein Glurak rausholen, welches hier ein mega Glurak Y ist. Und das wird, wenn ich mir das gegnerische Team so ansehe, ziemlich viel in diesem Match machen können. Sehr, sehr stark unterwegs und vor allen Dingen kann er die großen Threats ziemlich gut handeln. Raikou ist da auf jeden Fall noch eine ziemlich große Gefahr, aber dafür habe ich ja immer noch das Kyurem mit. Und wie gesagt, die Sachen, die Kyurem gefährlich werden, kann ich dann wiederum mit dem Glurak Y so ein bisschen auskontern. Wie gesagt, das Sherox ist da auf jeden Fall ein großes Problem. Boreos unter Umständen, auch wenn es den Fokusstoß hat und wir so ein bisschen angekratzt worden sind. Der Eisstrahl wird auf jeden Fall reichen, Boreos rauszunehmen, aber naja, da müssen wir erstmal gucken. Der Gegner hat hier relativ clever reagiert, hat sein Knackhack reingewechselt, das einzige Pokémon, das hier den Feuersturm noch einigermaßen tanken wird und dann schneller sein wird als unser Glurak Y, kriegt die Tarnsteine raus, was mich wirklich sehr, sehr nerven würde, da ich mit dem Glurak eben sehr, sehr viel rumhantieren werde und sehr, sehr oft das Ding reinwechseln werde. Das heißt, ich muss einfach gucken, dass ich die Tarnsteine so früh wie möglich wegbekomme. Aber wir haben zum Glück Starmie als Spinner in diesem Team, welches ja extrem effektiv ist, was das angeht. Gegen Raikou will ich natürlich nicht drinbleiben und ich wollte hier auch nicht mein Kyurem reinwechseln. Das wird zwar den Attacken einigermaßen gut resistieren, aber die Tarnsteine legen raus. Wir würden erstmal 25% Schaden kassieren und zwei Donnerblitze würden dann auch auf jeden Fall ausreichen von einem gewahlglasten Raikou, um Kyurem zu besiegen. Das habe ich auch erwartet, dass er hier auf den Donnerblitz geht und nicht auf den Voltwechsel und habe deswegen mein Serpi Royal reingewechselt. Das brauche ich nicht unbedingt im Laufe dieses Matches und für den Fall, dass der Gegner doch auf den Donnerblitz gegangen wäre, dann hätte ich auf jeden Fall einen freien Angriff rausbekommen, was super, super schnieke gewesen wäre. Leider kann ich gegen das Boreos nicht wirklich etwas reinwechseln. Ich weiß ja vor allen Dingen noch gar nicht, welches Set er genau fährt, ob der Lehmorb ist, ob der mit der Offensivfeste arbeitet, physisch oder spezialoffensiv und deswegen bin ich erstmal mit Serpi Royal drin geblieben, bin auf den Giftblick gegangen. Das wäre einfach super nice gewesen, wenn ich das Boreos schon hier paralysieren konnte. Aber leider geht der Gegner auf den Orkan und trifft ihn sogar im Licht, im Sonnenlicht. Das ist eine 50%ige Chance, den Orkan zu treffen. Das wäre auch quasi der einzige Angriff, der uns hätte treffen können. Insofern ja, sehr, sehr lucky auf der gegnerischen Seite. Aber immerhin kriegen wir so die Gelegenheit, nochmal unser Starmie reinzuwechseln. Einen Angriff werden wir auf jeden Fall überleben und können dann endlich die Tarnsteine wegbekommen, was wirklich sehr, sehr angenehm ist. Vor allen Dingen jetzt, da das gegnerische Knackhack besiegt worden ist, müssen wir auch gar keine Angst haben, dass Tarnsteine wieder neu aufgelegt werden. Und ja, das hilft uns auf jeden Fall in diesem Match enorm, da wir, wie gesagt, mit Kyurem und unserem Mega Glurak Y eine relativ unangenehme Tarnsteinschwäche haben. Und ja, mittlerweile stehen wir auch dem gegnerischen Raikou wieder gegenüber. Und jetzt, da die Tarnsteine endlich wieder weg sind, kann ich hier auch mein Kyurem wieder reinwechseln in das gegnerische Raikou. Ich glaube nicht, dass er auf dem Volt wechseln gehen würde. Das wäre echt ärgerlich, denn dann könnte er irgendeinen Counter gegen Kyurem reinholen. Aber wie gesagt, der Gegner weiß noch gar nicht, was für ein Demeteros wir spielen und das Risiko, auf eine Elektroattacke zu gehen, während man gegen ein Boden-Pokémon kämpft, will er, glaube ich, an dieser Stelle noch gar nicht eingehen. Deswegen ist der Switch ziemlich angenehm für uns, denn wir wissen, der Gegner ist gelockt in seine Eisattacke. Die beste Gelegenheit, auf den Ruheort zu gehen, um unser Kyurem wieder fit zu bekommen. Wie gesagt, der beste Switch in das Raikou, welches das Hauptproblem ist. Insofern muss ich das Ding einfach so fit wie möglich halten. Gegen Sherox kann ich natürlich nicht drinbleiben. Ein Patronenhieb würde ich zwar noch überleben, aber solange ich mein Mega Glurak Y immer noch im Team habe, habe ich da einfach den perfekten Switchen für, denn Mega Sherox kann dem Ding einfach gar nichts anhaben. Insofern wäre das eine vergeudete Gelegenheit, hier das Mega Glurak Y nicht reinzuholen. Der Gegner könnte natürlich auf die Kehrtwende gehen, dann wieder in Raikou rauswechseln, aber vielleicht spielt er auch safe und wollte erstmal Damage auf das Kyurem drauf bekommen und geht auf den Patronenhieb. Das wäre herrlich, denn dem Gegner fehlt auf jeden Fall immer noch ein Switchen in einen von der Sonne geboosteten Feuersturm und der Gegner entscheidet sich auf jeden Fall richtig, geht auf die Kehrtwende, holt wieder seinen Raikou raus und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich die letzten Züge immer wieder wiederholen werden mit denselben Switch-ins und ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie ich mir hier einen kleinen Vorteil erhaschen könnte und ich muss irgendwie Titanstein rausbekommen, weil das wird mir durch das ewige Hin- und Hergewechsel einen riesen Vorteil bringen und ja, die Frage ist einfach, wann ich mein Demeteros reinholen kann. Ich kann noch nicht richtig gut predikten, wann der Gegner auf die Kraftreserve geht und wann der Gegner auf den Voltwechsel geht. Hier wäre es super gewesen, wenn ich mich für Demeteros entschieden hätte, weil wie gesagt, das Raikou wäre danach auf jeden Fall gezwungen gewesen, manuell rauszuwechseln.
Jackson, das wäre eben der Zug gewesen, wo ich die Tarnscheine rausbekommen hätte. Aber so kriegt der Gegner mal wieder die Switch ab und holt natürlich seine Sherox raus. Und da können wir mal wieder mit Kyurem nicht ganz so viel anrichten. Hier habe ich mich tatsächlich getraut, mal einen leicht anderen Play zu wagen und habe meinen Demetrius rausgewechselt und habe einfach gebetet, bitte geh auf den Patronenhieb und nicht auf die Kehrtür. Er geht tatsächlich auf den Patronenhieb und das ist eben die Gelegenheit, die Tarnscheine endlich rauszubekommen. Das ist wirklich großartig an dieser Stelle. Ich glaube, der Gegner hat gedacht, dass ich in dieser Runde predicten werde und mit Kyurem einfach drin bleibe und dann hätte er auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Gelegenheit gehabt, hier mit dem Patronenhieb meinen Kyurem zu besiegen. Aber zum Glück hat die ganze Situation zu unserem Vorteil funktioniert. War zwar ein bisschen riskant vom Gegner, denn ich hätte auch wie ganz normal in meinen Glurak rauswechseln können und dann hätte ich einfach extrem viel Druck aufgebaut. Aber naja, ich nehme die Tarnscheine trotzdem dankend an, bin hier auch mit dem Demetrius erstmal drin geblieben. Vielleicht overpredicted der Gegner ja nochmal und ich könnte das Raikou mit dem Erdbeben rausnehmen. Das wäre einfach das größte Geschenk, das er mir hier machen könnte. Aber er bleibt safe und geht auf die Kraftreserve Eis. Wäre natürlich wieder eine gute Gelegenheit gewesen, mein Kyurem reinzuwechseln. Aber wie gesagt, ich wollte hier endlich mal diesen ewigen Wechselkreis durchbrechen. Und so kriege ich immerhin die Gelegenheit, meinen Glurak Y reinzubekommen. Die Sonne ist ja gerade in der letzten Runde verschwunden. Deswegen auch wieder die Sonne rausgeholt. Und das Raikou wird ja auf jeden Fall gezwungen sein, hier rauszuwechseln, da er in die Kraftreserve Eis gelockt ist. Und ja, das heißt, ich kann mir auf jeden Fall einen Kill mit meinem Glurak Y sichern. Der Gegner hat sich dazu entschieden, seinen Lamus hier reinzuwechseln. Der Feuersturm ist leider daneben gegangen, ist aber nicht wichtig, da ein Solarstrahl hier auf jeden Fall reicht, um das gegnerische Lamus auch rauszunehmen. Und ein anderes Pokémon hier reinzuwechseln würde auch nichts bringen. Das Raikou würde dem Solarstrahl zwar einigermaßen gut standhalten können, aber nach den Tarnscheinen würde es auf jeden Fall ausreichen, um es zu besiegen. Und alle anderen Pokémon werden outgespeedet und vom Feuersturm einfach komplett zerstört, sofern ich den Feuersturm treffe. Das ist momentan meine größte Sorge in diesem Kampf. Und ja, was der Gegner hier an dieser Stelle macht, ist erstmal so ein bisschen ausdauern, dass die Sonne vielleicht früher oder später weggeht an einer kritischen Stelle, wo ich sie denn noch brauchen könnte. Denn ohne die Sonne kann ich nicht den Solarstrahl einsetzen, um das Lamus zu besiegen. Aber uns sollten noch ein paar Sonnentage verbleiben. Der Gegner wird hier offensichtlich sein Raikou wieder reinwechseln. Wie gesagt, Raikou, großes Problem, countert meine Win-Condition Glurak aus. Und ich habe hier an dieser Stelle ein bisschen länger drüber nachgedacht, was ich denn hier reinwechsel. Der offensichtliche Switch wäre auf jeden Fall Kyurem gewesen. Aber wenn der Gegner dann auf den Voltwechsel geht, hat der wieder die Switch-Advantage. Und wir sind quasi wie vor einigen Runden in so einer Patz-Situation. Deswegen habe ich beschlossen, hier mein Starmie reinzuwechseln, zu beten, dass der Gegner wirklich auf den Voltwechsel geht, denn dann werde ich die Switch-Advantage haben und kann viel besser auf die Situation reagieren. Und genau das ist passiert, war wirklich sehr, sehr happy an dieser Stelle. Wie gesagt, es ist eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit mit diesen ganzen Switchens. Eigentlich hätte ich das Demetrius wahrscheinlich nicht sacrificen sollen, denn so kann der Gegner einfach jederzeit safe auf den Voltwechsel gehen. Vorher müsste er halt predicted haben. Hatte er zwar ziemlich gut gemacht bis zu dem Zeitpunkt, aber ich hätte, glaube ich, mehr dadurch gewonnen, wenn ich einfach auf die Kraftreserve als das Starmie sacrificed hätte. Dann wären wir ungefähr in derselben Situation gewesen, nur da ich noch meinen Demetrius hätte. Und Starmie wäre auch generell nicht ganz so wichtig gewesen, weil einfach alle wichtigen Sachen schneller gewesen wären. Also das Boreos und das Raikou. Das Raikou vielleicht gar nicht, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob der ein mäßiges Wesen hat oder ein scheues Wesen. Insofern war das wahrscheinlich der Gedankengang, wieso ich das Starmie noch behalten wollte. Aber wie gesagt, an dieser Stelle bringt es mir mehr. Problematisch ist hier leider nur, dass die Sonne in dem Moment verschwunden ist, wo ich das Lamus hätte besiegen können. Und ohne den Sonnenboost hätte ich höchstwahrscheinlich auch mit dem Feuersturm zu wenig Schaden gemacht, um hier zum KO anzusetzen. Und ich will nicht unbedingt meinen Glurak hier riskieren, denn wie gesagt, das wichtigste Pokémon auf jeden Fall in diesem Matchup und wechsle lieber mein Sherox rein. Der Gegner geht tatsächlich auf die Donnerwelle, das heißt umso besser, dass ich hier rausgewechselt bin, denn ich fände es ultra schrecklich, irgendwie im Late Game die Fullpara abzubekommen. Bei Sherox ist es noch einigermaßen okay. Die Initiativ-Drops hätten mich gar nicht so gestört, da der Gegner sowieso schneller sein wird als mein Glurak bzw. mein Sherox. Insofern passt das schon. Leider gebe ich hier dem Gegner die Switch Advantage ab, dadurch, dass ich hier mit der Kehrtwende rausgewechselt bin. Aber das ist noch vollkommen okay, denn mein Plan an dieser Stelle war, gleich auf den Raikou switchen, mit meinem Sherox zu reagieren, dieses dann zu sacrificen. Der Gegner wird dann höchstwahrscheinlich Volt wechseln und dann entweder sein eigenes Sherox reinholen oder sein Boreos. Und ich brauche theoretisch nur einmal die Switch Advantage zu bekommen, um dieses Match zu gewinnen. Was hier aber überraschenderweise passiert ist, dass der Gegner nicht auf den Volt wechsel geht, sondern auf den Donner. Blitzt. Das ist eine große Überraschung für mich, aber das kann ich auch viel, viel besser nutzen als den Voltwechsel. Da wäre noch ein bisschen ein Risikofaktor mit drin, aber hier weiß ich ja auf jeden Fall, dass er in sein Sherox Hard switchen muss und das ist wunderbar, denn das gibt mir eine Runde gratis dazu, um auf den Ruhrort zu gehen, um mich wieder auf 100% zu halten. Dann muss ich auch keine Angst haben, dass der Patronenhieb mich besiegt, denn auch wenn Sherox in seiner Megaform extrem stark ist, den Bulk von Kyurem kann man nicht unterschätzen. Das Problem ist, ich habe leider keinen Angriff, um das Sherox sicher rauszunehmen, aber
Solange ich mein Glurk Y habe, habe ich wie gesagt immer einen Switchen in das Gehirn für Scheroxen. Da geht es einfach nur darum zu predikten, ob er auf die Kehrtwende geht oder mit dem Patronenhieb drin bleibt. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich mit Kyurem in jedem Fall drin bleibe, weil sein bester Player wäre es auf jeden Fall mit der Kehrtwende rauswechseln. Das ist seine einzige Chance, hier noch das Match zu gewinnen. Deswegen würde ich drin bleiben und einfach mit Kyurem im Nachhinein das Pokémon, das als nächstes reinkommt, auf jeden Fall besiegen. Und ja, ich hoffe, man konnte meine Gedankengänge so ein bisschen nachvollziehen. Das ist aber alles komplett egal an dieser Stelle, denn der Gegner bleibt einfach drin mit seinen Raikou und kriegt sogar noch die Paralyse. Ich hatte schon super Schiss, dass es später noch irgendwie maddern könnte, aber wir kriegen Raikou raus. Das ist einfach total faszinierend. Einfach der Threat Nummer 1 an dieser Stelle gesacrificed. Insofern weiß ich nicht ganz, was der Gegner sich dabei gedacht hat. Man muss dazu sagen, ich habe auch ein bisschen missplayed an dieser Stelle. Ich hätte einfach immer auf den Icebeam gehen können, denn das hätte auch das Boreos hart getroffen und ja, das wäre sonst ein bisschen kritischer geworden, aber es ist egal. Raikou ist draußen, das heißt, das Feld ist frei für mein Glurak Y zu sweepen. Das Einzige, was dem Ganzen noch ein bisschen im Weg stehen könnte, ist, wenn Boreos die Konfusion bekommt mit dem Orkan oder wenn ich hin und wieder meinen Feuersturm misse. Das Gute ist, dass ich noch bei kompletter Gesundheit bin, das heißt, ich muss absolut keine Angst haben, dass das Scherox mir mit irgendeinem Angriff hier irgendwie großartig viel Schaden anrichten wird und Boreos werde ich auch noch einigermaßen gut tanken, abhängig davon, welches Set er ist. Da hatte ich auch ein bisschen Angst, weil der Movepool von Boreos ist auch ziemlich groß. Wir haben zwar schon den Orkan gesehen, deswegen gehe ich einfach davon aus, dass er die offensivfesten Variante ist mit Orkan, mit Kehrtwende, mit den Abschlag. Wir haben super viel von ihm gesehen, fällt mir gerade ein, aber wie gesagt, da dürfte nicht zu viel kommen. Der Orkan trifft diesmal nicht, die Sonne ist draußen, das heißt, da sollte man sich nicht zu sehr beschweren, wenn man nur eine 50%ige Chance zum Treffen hat. Und ja, wir treffen unseren Feuersturm und können dieses Match ganz knapp 1:0 gewinnen. War wirklich ein super spannendes Match mit vielen Höhen und Tiefen. Ich bin richtig in Schwitzen gekommen an dem Tag und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Deswegen danke lieber Markus für diesen tollen Kampf. Ich glaube, mein allergrößter Missplay hier war es tatsächlich, das Demeteros zu sacrificen, obwohl ich einfach das Dummy hätte auch opfern können. Es wäre auf dasselbe hinausgegangen und mit Demeteros hätte ich den Gegner weiter predikten lassen müssen, ob er auf die Elektroattacke geht oder doch auf die Eisattacke und das hätte mir einfach so viele Sachen vereinfacht. Insofern, ja, leider nicht perfekt von mir gespielt, aber es hat ja am Ende doch funktioniert und ich habe auf jeden Fall was gelernt, wo die Schwächen in meinem Team drin sind, ist ja relativ spontan gebaut und ja, da werde ich auf jeden Fall für die kommenden Wochen ein bisschen adjustieren, vielleicht noch weiter das Team spielen, wenn ich da noch ein bisschen die Fehler ausgemerzt habe. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank, Markus, für dieses spannende Battle und ich hoffe, auch euch hat es gefallen. Liebe Leute da draußen, wie immer an dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Videobeschreibung hinweisen, wo ihr die genauen Sets meiner Pokémon erfahrt, wie mein Freundescode lautet, wie mein Twitter lautet und so weiter und so fort. Deswegen, ein Blick lohnt sich da auf jeden Fall. Ansonsten nochmal vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.